Die Kombination aus niedlichen Osterhäschen, edlen Strasssteinchen und schillernder Farbe sorgt für perfekt gestylte Osternägel. Ein Beispiel dafür zeige ich dir jetzt. Bereite wie immer zuerst deinen Naturnagel gründlich vor. Schiebe dafür zuerst die Nagelhaut mit dem Cuticle Pro Pusher zurück. Die unsichtbare Nagelhaut auf der Nagelplatte entfernst du ganz einfach mit einem Saphirbit rund. Wenn du den Nagel vorsichtig mit einer Bufferfeile anmattiert und den Feilstaub entfernt hast, trägst du etwas Primer auf. Als nächstes ziehst du eine dünne Schicht Lavenigundiergel Ultra Bond über den ganzen Nagel. Das Gundiergel nun aushärten lassen. Nun modellierst du den Aufbau mit dem Laveni Einphasengel Milky mit Honigeffekt. Lass danach wieder aushärten. Nun wird die Schwitzschicht entfernt und der Aufbau in Form gefeilt. Trage nun das Julifin Farbgel Diamond Chrome Rosy auf die Nagelspitze auf. Für noch intensivere Farbintensität kannst du das auch mit dem Laveni Pearly Pencil French Ball machen. Nach dem Aushärten trägst du das Laveni Fiberglasgel klar in einer dünnen Schicht auf. Lege das gewünschte Trenntattoo Ostern in etwas Wasser. Wenn sich das Motiv vom Trägerpapier lösen lässt, platzierst du das Tattoo auf dem Nagel direkt in das noch feuchte Gel. Lass danach wieder aushärten und streiche eine weitere dünne Schicht Laveni Fiberglasgel klar auf. So ist dein Tattoo optimal geschützt. Nach erneutem Aushärten und dem Entfernen der Schwitzschicht wird der Nagel gründlich anmattiert. Versiegle den Nagel dann mit dem Laveni Glossy Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Jetzt legst du noch einige Swarovski-Steinchen in das feuchte Gel und lässt wieder aushärten. Pflege die Nagelhaut zum Schluss mit dem Laveni Nagelöl Kirsche. Genau richtig für das Osterfest, oder? Dann lass dich von dem niedlichen Look inspirieren. Bis bald, deine Vicky. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.